Oh, einen schönen guten Tag. Sonnige Grüße hier aus dem Süden Deutschlands. Die Sonne scheint, alles wunderbar. Ich hoffe, auch Sie konnten heute den einen oder anderen Trade absetzen, beziehungsweise sind hier guter Dinge, was die Märkte angeht. Die schnaufen ja ein Stück weit durch. Gerade die Amerikaner, auf die gehen wir dann in gut einer Stunde nochmals ein, auch per Video hier beim JFD Live Trading TV. Doch jetzt wollen wir uns mal dem Goldpreis widmen, der ja unlängst, da brauchen wir nicht viel drüber sprechen, gehörig unter die Räder gekommen ist. Neues Mehrjahrestief. Machen wir das Bild mal hier im Stundenchart groß. Also so will man doch ein Rainbow sehen. Ja, also hier seit Ende Juni eine sehr, sehr klar aufgefächerte Rainbow-Struktur, die hier bislang 90 Dollar gut nach unten den Preis gedrückt hat. Und der Juli hier sozusagen komplett gesegnet durch eine fallende Preistendenz. Ja, das ist der Stundenchart. Und wir hatten heute Morgen, wir gehen mal hier in den 15-Minuten-Chart zum Goldpreis, die Situation, dass wir hier direkt aus der Asia-Range ausgebrochen sind und hier sehr, sehr dynamisch die durchschnittliche Tagesrange, die sie hier zur Zeit im Bereich um 15 Dollar sich bewegt, abgearbeitet haben. Und das ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle nochmal anzumerken, wenn Währungspaare oder auch Indizes beziehungsweise eben auch hier Rohstoffe ihre Daily Range erreicht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nicht mehr viel geht. Also insofern hier zum Beispiel beim Goldpreis nach diesem Abwärtsmove vom Morgen auf die große Folgeabwärtsbewegung zu setzen, wäre in jedem Falle riskant und zudem auch sehr, sehr unglücklich verlaufen. Denn wie wir ja sahen, der Goldpreis ging hier nicht weiter in die Knie, bis es dann hier um 14:30 die Nachrichten aus den USA gab zum Bruttoinlandsprodukt und dergleichen. Erhöhte Volatilität und spannend aber hierbei, dass der Goldpreis hier das Tief vom Morgen nochmal getestet hat. Hier im Bereich 1082, 1083. Und genau in diesem Punkt hat der Markt wieder nach oben gedreht. Und wir haben jetzt hier Intraday, natürlich im Intraday-Bereich, erstmal nur einen Doppelboden zu sehen. Ja, das ist technisch schon mal eine sehr schöne Ausgangslage hier im 15-Minuten-Chart. Und wir sehen auch hier jetzt mit Ausbruch aus der, hier in diesem Quadrat zu sehen, dann US-Range, der US-Handelsspanne. Mal heben wir uns gerade drüber raus und insofern hat der Goldpreis jetzt zunächst erstmal aufgrund dieses Doppelbodens hier für heute durchaus noch Erholungspotenzial, was den Goldpreis weiter nach oben führen könnte, um hier in Richtung des Opening Prices anzuziehen, der hier im Bereich 1097,11 Dollar zu finden ist. Wenn das gelingt, dann hätten wir hier auf Tagesbasis, und Sie sehen hier rechts die Candlestick-Tageskerze vom Goldpreis, sozusagen hier die Preisbewegung im 15-Minuten-Chart hier gemünzt auf diese Candlestick-Kerze, so wie sie eben hier aktuell im Daily-Chart aussieht. Wenn es hier dazu kommen soll, dass der Goldpreis sich tatsächlich weiter erheben könnte, dann haben wir hier vielleicht die Chance, eine Hammerkerze auszubilden. Und dies wäre dann am Freitag sozusagen, hier komme ich jetzt mit der Statistik wieder um die Ecke, dies wäre hier am Freitag mit 50% positiver Schlusspreise ein durchaus bullisches Signal, also für Freitag vielmehr. Das heißt, wenn wir heute hier eine Kerze bekommen, die in Richtung 1094, 1095, 1096 schließt, dann hätten wir einen Hammer, eine Candlestick-Umkehrkerze, zumindest kurzfristige Gegenbewegung möglich. Und mit dem bullischen Freitag, der hier insbesondere in der Overall-Statistik, also hier mit dem Freitagen der letzten 15 Jahre und hier 58% positive Schlusspreise sind hier eindeutig mal eine Hausnummer, daherkommt, das könnte hier temporär eine Erholungsbewegung für den morgigen Handelstag bedeuten. Schauen wir uns das mal konkret im Chart zu Gold an. Jetzt mal hier im klassischen Guidance Desk, hier auf Stundenbasis. Ja, sehen wir hier den Goldpreis. Hier, wenn es reingeht in diese Zone, hier ist ja auch die Kerze von heute Morgen, den Ausverkauf. Wenn es hier reingeht in die Zone, dann haben wir hier gute Chancen, uns mehr oder weniger hier zwischen 1094, 1098 hier irgendwo per Tagesschluss aufzuhalten. Da gehört natürlich jetzt noch Kaufdruck zu. Ob das kommt, muss man mal abwarten. Aber wenn es geschieht, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Hammerkerze ausgebildet, die dann auch hier bereits schon im Vorfeld dieser positiven Divergenz, die wir hier unten sehen, anhand des RSI-Oszillators. Moment, jetzt habe ich ihn. Ja, sprich Tief von heute Morgen, Tief von heute 14:30 und Sie sehen hier diese aufwärtsgerichtete Tendenz. Natürlich kann es hier noch ein Stück weit höher gehen, das führt dazu, dass der RSI weiter ansteigt, aber das hat hier schon Drive, dass wir zumindest diese Hammerkerze erzeugen könnten. Und wenn das eben geschieht, dann haben wir, und jetzt gehen wir in den Tageschart, sozusagen gehen wir immer weitere Zeitebene nach oben, wenn wir hier eine kleine Hammerkerze sehen, dann stehen die Chancen gut, dass zumindest am Freitag eben für den morgigen Handel ein positiver Tag, der statistisch untermauert ist, bevorstehen könnte, sozusagen hier eine Erholungsbewegung Einzug hält, um dann letztlich, und da schauen wir mal kurz auf die Saisonalität noch für die letzten, oder für die kommenden 40 Tage vielmehr,
um dann hier gegebenenfalls auch saisonal hier tatsächlich wieder nach oben zu drehen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, ich rechne übergeordnet immer noch damit, dass Gold die Marke von 1000 Dollar je Unze von unten sieht. 1000 US-Dollar, wo bemerkt, in Euro haben wir das ja schon geschafft, aber ich meine, das sollte durchaus denkbar sein für die kommenden Monate, Schrägstrich vielleicht Wochen. Also mir scheint der Goldpreis hier noch nicht fertig, aber technisch zumindest ist hier eine Gegenbewegung, wenn wir heute eine bullische Hammerkerze bekommen, denkbar, die dann eben hier, und da sehen wir jetzt mal den Tageschart ein Stück weit relativ, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier mehr oder weniger in den letzten Tagen eine Art, ja, Sie sehen es ja hier, wenig dynamische Entwicklung hatten. Der Goldpreis versucht hier mehr oder weniger eine Stabilisierung. Und mit der heutigen Hammerkerze und dem morgigen bullischen Freitag wären hier theoretisch technische Erholungen möglich, die bis in den Bereich 1110 führen könnten. Das wäre hier die Kerze, das Kerzenhoch vom 21. hier bei 1110 eben rund. Und da dürfte man mal gespannt sein, ob der Goldpreis es dahin schafft. Das für morgen, wenn es heute eine Hammerkerze gibt, eine kurzfristige Tendenz. Gegebenenfalls, das rollen wir uns mal ein Stück raus, wäre auch hier eine Attacke, ein Pullback an diese untere gebrochene Trendlinie möglich. Ja, da haben wir hier natürlich einen sauberen Ausbruch nach unten hingelegt. Die Tendenz, dass wir hier, und das hatten wir früher im Radar auch schon bemerkt, dass wir unterhalb von 1165 Dollar eher abwärts gerichtet sind, ist gegeben. Aber wie gesagt, hier das Erholungspotenzial rein technisch spekulativ wäre für den Freitag durchaus gegeben. Wir werden es morgen verfolgen. Mal schauen, ob der Goldpreis da tatsächlich was startet. Intraday, wie gesagt, der Doppelboden bereits geglückt. Wenn wir hier noch höhere Preise sehen und hier eine Hammerkerze ausbilden, dann könnte es morgen auch durch statistisches Feedback morgen tatsächlich ein Stück weit hochgehen. Wie genau, schauen wir uns da noch an. Aber jetzt erstmal, das ist der Hinweis zum Goldpreis, der sich morgen hier interessant darstellt. Also, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den jetzigen Radar, Radar, was sage ich, JFT Live Trading TV. Morgen dann das Radar am Morgen, vielleicht dann sogar schon mit dem Goldpreis, um dann untertags auch hier noch ein Stück weiter darauf einzugehen. Wollen wir mal sehen, was sich finden lässt. Ich wünsche Ihnen erstmal noch einen restlichen sonnigen Handelstag. Wie gesagt, später nochmal US-Märkte und bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer. Ciao, dabei.